Was geht ab, Freunde? Weiter geht es mit einer neuen Folge Star Wars Jedi Survivor. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Ich habe beim letzten Mal aufgehört bei der Cutscene. Die werden wir uns jetzt reinziehen. Viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da. Let's go. Nicht glotzen, sondern springen, hä? Je schneller wir bei Grease sind, desto... Das sollten wir uns ansehen. Was ist das? Was ist das? Ich muss mich konzentrieren. Ist das so ein alter Jedi-Stützpunkt oder irgendwie so Macht, irgendwie sowas? Freunde, auf jeden Fall cool, dass ihr wieder am Start seid. Nochmal an der Stelle, wie immer, danke für euren Support bis hierhin. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, unterstützen und checkt die Videobeschreibung ab. So, wir gucken jetzt mal, was haben wir denn im einen Fähigkeitspunkt? Was machen wir damit? Telekinese? Verlängert die Zeit, wenn der Gegner verwirrt sind? Nee. Erhöht, Kreis erhöht, wie viel Macht durch ein erfolgreiches Präzisionsausweichen? Präzisionsausweichen, was hole ich mir denn? Das ist, glaube ich, nicht schlecht für Bossfights. Obwohl der Rancor war der einzige Gegner, der wirklich stark war. Aber auch nur wegen seinem Schaden. Das war jetzt an sich nicht schwer, aber der Schaden macht es halt auch aus, oder? Gut, das macht irgendwie. Nur so halb Sinn, was ich gerade gesagt habe. Ihr versteht schon. Das war der einzige herausfordernde Gegner. Alle anderen waren sehr schwach bisher. Im Vergleich. Aber gut, wenn du von so einem... Das Übungsgelände der Jedi. Aber es fühlt sich anders an. Älter. Okay. Okay, dann lag ich ja doch nicht so falsch. Als ich es vorhin ausgesprochen habe, dachte ich mir, oh Gott, warum sagst du das denn? Ist bestimmt wieder falsch. Alles gut. Was wollte ich sagen jetzt? Ja, wie gesagt, der Rancor, wenn er dich mit zwei Schlägen platt macht, dann musst du schon ein bisschen aufpassen. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass da oben auf einen der Säule, auf einen der Säulen irgendwas ist, oder? Ich glaube, da liegt was. Oder? Oh, ne. Ich dachte, das wäre wieder so ein Stein. Seht ihr? Ja. Vielleicht ja doch nicht. Hätte sein können. Was ist das für ein Ort? Also gut. Lass sehen. Tragödie und er so, yo, lass mal, zeig mal her hier, Tragödie. Enorme Felsmassen stürzen durch das Dach. Ist das irgendwie ein Jedi-Grab oder sowas? Vielleicht auch geworden oder so? Hier unten gibt's immer noch Strom. Jedi-Kammer, genau, funktioniert hier noch mehr. Nicht Jedi-Grab, sondern Jedi-Kammer. Denkst du, die hält uns aus? Ja, das sieht ja cool aus. Das sieht richtig nice aus. Vorsicht, BD. Tut mir leid, aber es muss sein. Wird mein Gedächtnis komplett gelöscht? Nein. Nur das, was der Rat verlangt hat. Dann werde ich mich wenigstens an Sie erinnern. Ich bin bereit.
Wie lautet dein Name, Droide? ZNA4 natürlich. Wie kann ich dem Orden dienen? Sieh. Sag mir, wie ich durch den Kobo-Abyss komme. Diese Information befindet sich nicht in meinen Speicherbänken. Meisterin Kree? Ihr wisst, dass die Republik eine komplette Evakuierung angeordnet hat. Ich weiß. Darum habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für dich, Sie. Hier für dich. Ein Stimmer? Oh, ein sehr gutes Modell. Meine Güte! Benutze ihn, um die Waldanlage zu öffnen. Reise unterirdisch, halte für niemanden an. Das ist ein Befehl, Sie. Komme ich nicht mit Ihnen? Nein. Der Schlüssel nach Tanelor ist in dieser Anlage. Du musst dich beeilen. Ich fürchte, sonst ist alles verloren. Möge die Macht mit dir sein. Dieser Droide ist seit Jahrhunderten hier. Guten Tag! Oder ist es Nacht? Etwas stimmt hier gar nicht. Ist dein Name Sie? Ja, das stimmt. Aber woher? Oh, nein! Ich stecke fest! Ich bin hier seit... Wie viel Zeit ist vergangen? Ich bin Cal. Das ist BD. Wir werden dir helfen. Freut mich, Sie beide kennenzulernen. Ich würde Hilfe sehr zu schätzen wissen. Okay, sie ist ein Druide aus der Zeit der Hohen Republik, der von Jedi-Meisterin Santa Kree beauftragt wurde, Santari Kree, den Schlüssel nach Tanelor zu bergen. Alter, was geht hier ab? Sebakel sofort stellt aber seine unkonventionelle Kleidung in Frage. Was soll das? Warum gehst du jetzt auf die Kleidung? Was soll das, Mann? Nicht wirklich Sie. Ja, ich bin ein Jedi. Aber ihr tragt nicht einmal die üblichen Rosen. Ich trage lieber einen Poncho. Ich würde aber auch die Robe tragen. Okay. Benutzt die Kugeln, um die Brücke zu aktivieren. Ja, das ist der Plan. Glaube ich. Wer weiß das schon nach so vielen inaktiven Jahren? Bei diesem Droiden ist mehr als eine Schraube locker. Was war das? Ich hab gesagt, durchhalten Sie. Ist ja jetzt kein schweres Rätsel, ein bisschen. Aber cool so, davon gibt es bestimmt mehrere, kann man... Geil, Mann. Gut gemacht! Gleich bist du frei, Sie. Lasst euch Zeit. Hier erst seit einer Weile fest. Ich habe eure Namen nicht in meinen Datenbanken. Wann habt ihr die Prüfungen abgelegt? Hab ich nie. Ich wurde bei einer Mission zum Ritter. Und was war der Grund für diesen eklatanten Verstoß gegen das Protokoll? Lange Geschichte. Ups, da ist ja Abgrund. Warum sagt das keiner? Komplett woanders gewesen gerade. Ja, ja. Also die Lackierungen sind bisher, naja. Ich würde lieber was anderes finden. Die Hohe Republik. Ich habe nämlich gerade überlegt, wie lange ist die Hohe Republik jetzt schon wieder? Prüfungen hin oder her. Sie haben es geschafft. Kommen Sie zu mir. Ich möchte Ihnen von Angesicht zu Angesicht danken.
nichts zu danken. Oh, entschuldigen Sie mich jetzt. Ich wurde lange genug aufgehalten. Oh, oh, nicht jetzt. Reiß dich zusammen. Darf ich mal sehen? Nun, ich muss zugeben, ich benötige eine Reparatur. Also sieh, was ist Tenalor? Ein Planet, versteckt in dem Kobo-Abyss. Dort steht ein Jedi-Tempel. Eine Bastion des Lichts des Ordens, an der Grenze der Galaxis. Zumindest hoffte meine Meisterin, dass Tenalor das werden würde. Das reicht erstmal. Wir müssen hier nur irgendwie weg. Nun, dabei kann ich helfen. Ist er das? Oder das? Nein. Oh! Ja, das ist der Weg. Mir nach. Das ist der Weg. Jetzt sehe ich, wo wir sind. In einer Meditationskammer. Meisterin Kree hat sie benutzt, um Jedi auszubilden. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nur nicht mehr, wozu es gut ist. Meisterin Kree hatte einen brillanten Verstand. Könntet ihr sie kennen? Kann ich nicht behaupten. Egal, aber ich denke, sie hätte euch gemocht. Der Ausgang ist da drüben. Ich hatte großes Glück, dass ihr im richtigen Moment gekommen seid. Ja, du hättest ewig hier unten bleiben können. Sieh, dieser Planet, den ihr erwähnt habt, wie ist der so? Tenalor? Was für ein wundersamer Ort! Wie komme ich da hin? Durch den Kobo-Abyss! Das muss das Wissen sein, das deine Meisterin aus deinem Speicher gelöscht hat. Tja, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Keine Sorge, du bist nicht allein. Ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Sie tragen zwar nicht die korrekte Kleidung, aber jetzt bin ich sicher, dass sie ein Jedi sind. Na komm. Ah, okay, schön, schön, schön. Ich bin gleich da, Kerl. Warten Sie nicht auf mich. Oh, was für seltsame Gebäude. Meine Güte. Was war das? Ja, ist schon cool, Mann. Ist schon cool gemacht hier, der Planet. So vom Aufbau. Hi, du Störenfried. Hey, Leute. Wie lange seid ihr schon zusammen? Mensch. Zu lange. Wir gehörten zu den Ersten hier und haben beide nach Priorit gesucht. Wir hatten keine Ahnung, was wir taten und haben nichts gefunden. Dann fiel mir ein, dass ich es draußen hasse. Und ich holte mir einen Sonnenbrand auf meiner Gastrodermis. Nicht lustig. Dann sah ich den jämmerlichsten, ungeschicktesten Prospektor auf dem ganzen Planeten. Ramsay Farlow. Ich auch. Natürlich haben wir sofort Witze über Ramsay, den alten Tollpatsch, gerissen. Ich habe über Gules Sprüche sehr gelacht. Und ich über Guidos. Und seitdem sind wir zusammen, weil wir etwas gemeinsam hatten. Ramsay war ein Versager. Er bringt mich immer noch zum Lächeln. Gulu und Guido. Kleine Lästerschwestern. Gulu, ein mürrischer Veteran. Und sein lebenslanger Partner Guido, ein mürrischer Veteran. Verbringen jeden Tag den ganzen Tag vor dem Saloon. Sie lästern, scherzen und sie reden und alles auf, was sich in ihr Sichtfeld wagt. Lustig.
Sympathisch. Aus allem. Brauchst du was? Brauchst du was? Nicht so frech hier immer. Alter, das ist ja jetzt erst. Guck mal da oben. Seht ihr das? Genau über uns. Das hat schon eine coole Atmosphäre hier gerade. Mal ein bisschen genießen kurz. Das sieht so aus, als wäre der Laden hier offen jetzt, weil sie wieder drin ist, oder? Hey. Hallo? Yes, okay. Habe ich doch richtig gesehen. Jetzt lass mal schauen, was wir damit kaufen können. was ist das denn hier? Qualitätsware zu 100% garantiert. Ach du heilige Scheiße. Das würde dir gefallen. Ja, das ist der Pornobalken, von dem ich geredet habe. Alter Schwede. Okay, jetzt wissen wir, wofür die. Okay. Was ist das denn? Musiktrack? Nein, nein, nein. Das gehört zu meinen Favoriten. Verdammt, ey, warum habe ich nur 13? Friese, Junge, wie das aussieht. Wie das aussieht. Ach du heiliger Mann. Stirnband. Ja. Natürlich, mysteriöser Code, da habt ihr mich wieder. Das nehme ich. Gute Wahl, da stand praktisch schon dein Name drauf. Ja. Einer dieser miesen Raider hat den Sicherheitsalarm meiner Ladentür ausgelöst und jetzt ist sie verriegelt. Vielleicht kann dein kleiner Droide sie mit diesem verschlüsselten Backup-Code wieder öffnen. Ach, und deswegen muss ich ihn ja erstmal abkaufen, ne? Das muss gehackt werden. Ist undurch bei mir. Güte, du hast sie aufgekriegt. Nimm dir irgendwas, das du gebrauchen kannst. Ja, dieser Unterton, ich höre das schon raus. Mach dir mal keine Sorgen, ne? Ja, sich freut, den Knopf zu drücken. Darf ich? Darf ich? Achtung, BD. Ja, das ist natürlich die beste Entscheidung gewesen, ist ja klar. Obwohl der Pornobalken ja auch cool. Aber das ist halt auch so. Ich weiß nicht. Freunde, was ist eure Meinung dazu? Ich meine, das ist cool, dass du das anpassen kannst und so. Und dass es auch viel mehr Anpassungsmöglichkeiten gibt als im Vorgänger. Aber so Fukuhila und so Pornobalken-Schnurrbart, das ist halt einfach nur lustig. Das nimmt ja niemand ernst. Das nimmt ja niemand ernst. Das zieht es auch ein bisschen ins Lächerliche. Findet ihr, es zieht zu sehr ins Lächerliche oder ist euch das einfach egal? Das würde mich mal interessieren, weil ich gerade so überlege, ist das nicht eher kontraproduktiv für die ernste Story? Weil eigentlich ist es ja ernst, weil er das Gefühl hat, alle um ihn herum sterben und er hat nicht so wirklich einen Sinn, weißt du? Und dann steht er da mit einem Pornobalken. Wisst ihr, was ich meine? Schreibt es gerne rein, was eure Meinung ist. Willkommen. Sieh dich um und du wirst die besten Komponenten und sonstige Waren auf dieser Seite des Outer Rim finden. Das ist eine Garantie von Doma Dendra. Hörst du das, Kumpel? Eine Garantie. Genau. Der Laden basiert auf Vertrauen und Qualität. Und das soll auch so bleiben. Was ist da? Das wäre jetzt so ein Moment, da würde ich gerne mal die englische Synchro hören. Weil die deutsche Synchro ist ja nicht Lippensynchron, die läuft einfach weiter, während die schon lange aufgehört hat zu reden. Also, what? Warum? Das ist, weiß nicht, ich überleg dann, wann ist das letzte Mal so das krass mir aufgefallen? Oder wann war es jemals so krass in einem Spiel? Ich überleg gerade. Krass. Haben die Sätze nicht kürzer hinbekommen in Deutsch oder was? Dass es auf die Lippenbewegung passt oder was? Was ist da passiert? Warum? Einfach warum? Hm. Ist schon ein bisschen hart. Ah, guck mal. Hallo. Ja. Ich könnte sie einpflanzen, aber wo? Ja, wo?
Okay, hier brauchen wir eine Fähigkeit. Da hinten an der Wand auch. Da, seht ihr das? Ich glaube, da brauchen wir auch genau die gleiche Fähigkeit. Oder vielleicht wieder so eine Bombe. Das kann es natürlich auch sein. Weil man das... Lass mal ganz kurz gucken. Das war die Rancor-Mine, ne? Da vorne. Die hatten wir beim letzten Mal nicht geschaut, was hier noch ist. Okay, aber jetzt weiß ich wenigstens, was ich davon kaufen kann. Ich kann mir ein paar Klamotten kaufen und ein paar Frisuren und so. Ja, hier kommt es auch noch nicht durch. Hier kommen wir auch nicht durch. Oh, was hier? Jägerstein. Ey, wenn du erstmal 20 mal Schatten schlagen machst, Schattenboxen machst, bevor du das Ziel triffst, was ich eigentlich treffen will. What? Was ist hier denn los? Alter, was ist denn hier? Boah, Junge! Das sieht ja ultra geil aus! Was geht hier ab? Erstmal wieder Schattenboxen von mir, ey. Junge. Oh shit! Oh mein Gott, was geht ab, ey? Geil! Ey, was macht der da? Selbstmord oder was? Yo, in mein Gesicht rein. Was ist hier los? Gut gemacht, BD. Ein neuer Anfang. A new hope? Das ist ja was anderes. Datenpad-Eintrag auf dem Papier. Was ist hier los? Das gefällt mir. Ey, sowas soll es bitte öfters geben. So richtig kleine Mini-Massenschlägereien. Ich verstehe das. Das sind merkwürdige Dinger. Ich wüsste auch gern, was drin ist. Aber dafür fehlen uns die Zeit und die Ressourcen. Also nein, und frag bitte nicht mehr. Eine Aufgabe zu viel. Warum krieg ich nur so Materialien? Gib mir doch mal was Cooles jetzt, fürs Lichtschwert oder so. Die Farben kannst du ballen, ne? Was ist das, was fliegt denn da in der Luft? Ich muss ja, ey, das sieht echt cool aus. Ich dachte, hier wären eher denn so Menschen. Obwohl die Battle Raiders, ja gut, das macht auch Sinn, dass sie die Sturmtruppler wegmachen. Aber hätte auch sein können, dass sie irgendwie vielleicht zusammenarbeiten. Aber das sieht echt cool aus hier, ne? Ja. Das sieht so aus, als wenn man von da drüben rüber könnte mit den Propeller-Drohnen oder was das denn soll. Ja, das war dein Moment jetzt. Hast du richtig gut gemacht. Kopf ab! Gibt es eine Trophäe? Das ist ja, vorhin habe ich da auch schon so eine kleine. Hier. Meint ihr, es gibt eine Trophäe? Wenn man genug davon kaputt macht? Oh nein! Schon wieder so ein Ding. Komm her. Ja, tut weh, wa? Jetzt weiß man, was du den anderen antust. Oh! Nee, nee, nee.
geiler Move. Was versteckst du hier? Zeig mal, was du kannst, BD. Yes! Endlich mal was Neues hier. Weil das ein bisschen komisch aussieht. Egal. Egal, wir haben noch eine neue Hose bekommen. Ich sehe so wunderschön aus, oder? Das sieht irgendwie voll komisch aus. Egal. Ist neu. Hast du was? Goroku-Zuflucht. Was war das denn? Was stand der L1 jetzt gerade? Hä? Habt ihr es gesehen am rechten Rand vom Bildschirm? Was war das? Kein schlechter Sound, das muss ich samplen. Aber es fehlt was. Das ist es. Gratisprobe. DJ-Droide. Sag mal, was stand denn da jetzt gerade am Bildschirmrand? L1? Was? Der? L2? Hat doch beides keinen Sinn. Oder war das ein Bug jetzt? Ich hab's 100% gesehen, dass da irgendwas eingeblendet wurde. Aber hier ist nichts, glaube ich. So, jetzt ist halt die Frage, wie kommt man da oben hin jetzt? Auf die Platte über uns. Hm. Egal. Ich würde sagen, wir machen trotzdem hier erstmal Schluss. Ich danke fürs Zusehen, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze unterstützen würdet. Ansonsten hört man sich, wie gesagt, beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss.